Moin, ein, zwei Worte von mir heute einmal zu diesem kleinen Voice Recorder. Das ist der kleine Apparat, kommt mit so einer leicht, chromigen, nenne ich sie mal, oder Titan, Beschichtung, ist, denke ich, aber nicht original, sondern nur so eine Art Sticker. Macht das Ganze aber sehr schön anzusehen, ist auf beiden Seiten mit dieser Beschichtung überzogen. Hat entsprechend auch hier schon eine Speicherkarte inbegriffen in dieser Lieferung. Die ist soweit auch in Ordnung. Das ist das gute Stück. Kann man erstmal nichts sagen. Ist auf jeden Fall in der Lieferung enthalten. Dadurch kann man es dann auch direkt nutzen. Ups, falsch rum. So, wir schieben sie mal wieder rein. So, ansonsten funktioniert das Ganze so. Wir haben hier einmal einen Karabiner, dass wir das Ganze irgendwo befestigen können, wo wir wollen. Und sonst ist es auch relativ selbsterklärend. Wir haben hier einmal unsere Ladebuchse. Die wird einfach, angestöpselt, dann lädt das Ganze, hat dann auch eine vernünftige Ladekapazität. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, jetzt geht es nicht mehr richtig zu. So, und dann ist es relativ selbsterklärend, wir können jetzt die unterschiedlichen Modi auswählen, entweder Aufnahme oder Abspielen und haben dann hier einmal den An- und Ausschalter, den switchen wir rüber, dann ist das Ganze eingeschaltet und dann können wir eben hier die Funktion abrufen, wie wir sie dann eben brauchen. Ja, und im Endeffekt ist es das dann auch schon. Relativ selbsterklärend, einfaches Produkt, effizient auf den Punkt gehalten und dementsprechend kann man hier gar nicht so viel verkehrt machen, wenn man denn eben ein Aufnahmegerät oder ein Voice Recorder sucht, kann man hier auf jeden Fall, denke ich, ein ganz gutes Schnäppchen machen.